Erste Station der LPGA Asien Tour und Golfpost berichtet von der Rainwood LPGA Classic aus dem Rainwood Pine Valley Golf Club vor den Toren der chinesischen Hauptstadt Beijing. Die Entscheidung sollte zu einem Wettkampf der Kontinente werden. Für Europa gingen die Schwedin Caroline Hetwall sowie unsere deutsche Proette Caroline Masson aussichtsreich ins Rennen um ihren jeweils ersten LPGA-Toursieg. Noch bessere Aussichten hatten die US-Amerikanerinnen. Die Weltranglisten-Erste Stacey Lewis peilte ihren vierten Saisonerfolg an, Brittany Lang den zweiten ihrer bisherigen Karriere. Und dann waren da noch die dominierenden Südkoreanerinnen. Miriam Lee und Inbi Park sollten ebenfalls im Kampf um den Titel mitmischen. Caroline Masson war stark ins Turnier gestartet und hatte ebenso eine niedrige dritte Runde gespielt wie Inbi Park. Inbi Park slowly got through the ranks, coming up with a 68. She could be the world number one at day's end. Brittany Lang überzeugte derweil mit guten Annäherungen. Searching for just her second victory, and she was rock solid all the way through yesterday. Miriam Lee zeigte keine Nerven. Stacey Lewis lochte fast zum Hole in One. This was the shot that turned things around yesterday, from horrible to potentially wonderful. Almost holing out at the 13th. Caroline Hetwall untermauerte, dass der Sieg nur über sie führen würde. Großes Potenzial also für ein spannendes Finale. In dem kam Caroline Masson dann aber leider nicht gut zurecht. Putts fanden nicht den erhofften Weg ins Loch, Abschläge landeten in schwierigen Positionen. Als an der 18 auch der letzte Birdie-Putt am Loch vorbeirollte, war der Frust verständlicherweise groß. 5 unter Par reichten am Ende zum geteilten 15. Platz. Im Verlauf der Runde setzte sich tatsächlich die junge Südkoreanerin Miriam Lee von ihrer Konkurrenz ab und steuerte ihrem zweiten Sieg des Jahres entgegen. Probleme entstanden jedoch auf den letzten Bahnen. An der 17 landete ihr Ball kurios auf einem Felsen. Umso spektakulärer lochte sie daraufhin aber zum Par. That is one of the more phenomenal pars we have seen in years. Auch von einem schwierigen Bunkerschlag an der 18 ließ sie sich nicht beirren, spielte sicher aufs Grün. Und lochte anschließend zum Sieg. Mit insgesamt 15 unter Par holte sich die Südkoreanerin damit den Pokal, 500 Punkte im Race to the CME Globe sowie stolze 315.000 US-Dollar Preisgeld. Neben Caroline Masson auf T15 erzielte auch Sandra Gall zum Auftakt der 6-wöchigen Asien-Rundreise der LPGA-Tour eine Top-20-Platzierung. 4 unter Par reichten bei ihr für den geteilten 19. Rang. Die nächste Station der Proetten ist Malaysia. Golfpost meldet sich dann wieder wie gewohnt von der Sime Darby LPGA Malaysia.